Das ist ein Objektivköcher von Spyder, und zwar der Spyder Pro Medium. Den kann man also am Spyder Camera Holster benutzen, aber man kann ihn natürlich auch an einem ganz normalen Gürtel tragen und verwenden, logischerweise auch. Aber optimiert ist er natürlich für das Spyder Camera Holster System, was wir auch im Shop anbieten. Einfach mal nachsuchen, Spyder Holster eingeben, dann kriegen Sie sowieso alle Produkte angeboten. Und dieser Köcher ist nicht einfach nur ein Objektivköcher. Man hat sich also bei Spyder was dabei gedacht. Und den werde ich jetzt mal hier in dem Film so ein bisschen im Einzelnen vorstellen. Der Objektivköcher ist, wenn man also genau, ganz genau hinguckt, hat er nach unten eine etwas trapezförmige Öffnung. Das heißt also, er läuft nicht gerade runter, sondern er ist halt eben unten etwas breiter als oben. Das hat auch einen Grund, weil man hier in diesem Objektivköcher nämlich halt eben dann die Zooms und Objektive, die man natürlich auch bitte der Liste auf der Produktseite, auf der wir gerade sind, da mal eben kurz entnehmen. Also man kann die Objektive mit der Gegenlichtblende direkt hier drin versenken. Das ist ein Objektivköcher, der in erster Linie nicht unbedingt dafür gedacht ist, dass man einfach sein Objektiv verstaut, sondern halt eben, dass man das Objektiv gesichert verstaut und halt eben auch einen schnellen Zugriff darauf hat. Was damit auf sich hat, werde ich Ihnen gleich direkt erklären. Wir haben also jetzt hier eine Kamera, erstmal vollkommen unwichtig, und in der Regel ist es ja so, die machen die Gegenlichtblende ab, stülpen die andersrum drüber und dann machen sie das Ganze einfach hier in so einen Objektivköcher einfach rein, und ja, dann ist der im Grunde genommen halt eben zu, und wenn sie ein Foto machen wollen, wenn sie halt eben schnell einen Objektivwechsel haben, dann holen sie erstmal das Objektiv raus, dann müssen sie den Gegenlichtdeckel erstmal suchen, ne, die Gegenlichtblende, dann müssen sie drauf machen, so, dann machen wir am besten noch dann hier, um das Ganze perfekt zu machen, das Chaos, dann einfach nochmal hier unseren Objektivdeckel ab, und verdammt nochmal, auf einmal ist irgendwie der Hase im Wald weggelaufen oder was immer sie auch fotografieren wollten, die sie halt eine andere Brennweite brauchten. Das passiert Ihnen hier mit diesem Köcher nicht mehr, mit diesem Objektivköcher. Der, wie gesagt, kann also hier das Objektiv, ich habe also jetzt hier ein 24-70, das kann der also komplett aufnehmen, und wenn man das dann hier unten reinstellt, so, ich mache das jetzt mal eben so. Ich habe den jetzt nicht am Körper befestigt, wie Sie gesehen haben, sondern den einfach hier auf dem Tisch stehen, einfach aus dem Grund, weil er halt eben auf seiner, und aus seiner Komplexität, was ja doch ein bisschen erklärungsbedürftig das Produkt, auf dem Tisch so halt besser rüberzubringen ist, als wenn ich jetzt halt eben da ein bisschen größer zu sehen bin und der Objektivköcher ganz klein an meiner Hüfte. Also, das Objektiv ist jetzt hier samt Objektivköcher, samt Objektiv mit Gegenlichtblende hier in dem Objektivköcher drin. Und jetzt sehen Sie auch, warum es unten etwas breiter sein muss, weil die Gegenlichtblende halt eben vom Durchmesser gesehen halt eben ein bisschen breiter ist als die Frontlinse vom Objektiv selber, beziehungsweise Objektiv halt eben auch vorne. Und in dem Augenblick, wo Sie das Objektiv halt eben dann brauchen und halt eben auch dann wechseln möchten an Ihrer Kamera, dann ziehen Sie das einfach raus, machen es an die Kamera wieder fest und können dann halt eben das andere Objektiv im günstigsten Fall, wenn es denn vom Durchmesser passt, hier auch wieder in den Objektivköcher verstauen und im Grunde genommen endlos dann immer eben das Ganze dann so im Wechsel verwenden. Das Tolle an diesem System ist, dass Sie natürlich halt eben hier auch jetzt nicht nur diesen Schnellwechsel-Objektivköcher oder Schnellwechsel-Objektivköcher praktisch dann erwerben, sondern Sie haben natürlich auch darüber hinaus noch einen normalen Transportköcher, also den man hier einfach dann mit dem Reißverschluss zumachen kann. Die Naht von der Schließe hier, von dem Reißverschluss, von den Zähnen ist also nochmal gesichert hier, wenn man den Reißverschluss zumacht, dass man also hier einfach dann die Zacken schützt mit einer zweiten Schicht, die hier von beiden Seiten sich einfach dann drüber fügt. Das kennen Sie auch vielleicht von irgendwelchen Outdoor- und Freizeitbekleidungsgeschichten. Das Ganze ist auch halt eben dann ein bisschen gegen Feuchtigkeit und Staub halt auch geschützt. Und so haben Sie jetzt diesen Objektivköcher also in einen ganz normalen Objektivköcher verwandelt. Darüber hinaus kann man natürlich oben hier auch einfach dann noch dann diesen Objektivköcher dann verschließen. Ist auch ein Polyestermaterial hier oben, also auch wasserdicht. Und jetzt können Sie dann einfach diesen Objektivköcher, und jetzt kommt das nächste Gimmick hier an dem Objektivköcher, wenn der an der Hüfte ist, also meine Hand simuliert ist die Hüfte, hier ist also jetzt praktisch der Gürtel oder der Spyder Pro, wo Sie halt eben jetzt gerade diesen Objektivköcher befestigt haben, dann können Sie den hier einfach dann so anfassen und können den zum Beispiel jetzt einfach beschließen, dass Sie einfach sagen, ich brauche das jetzt nicht mehr, aber stört mich, wenn es da vorne rumbaumelt irgendwie an der Hose, ich mache das jetzt einfach mal so nach hinten auf den Rücken oder an die Seite. Dafür sind diese beiden Griffe gedacht, also man muss sich einfach jetzt hier oben den Objektivköcher irgendwie und dann zieht man hier so, um das Ganze auf die Seite zu bringen. Das hat also hier mit diesen beiden Schlaufen zu geschehen. Ne? Die greift man dann einfach von hinten so an, das wäre auch praktisch jetzt so aus der Sicht von, wenn ich jetzt diesen Objektivgürtel hier, diesen Köcher am Gürtel tragen würde, und dann schiebe ich ihn einfach mal kurz nach rechts. Ganz tolle Sache. Auf der Rückseite gucken wir uns jetzt mal eben an, ist natürlich dafür konzipiert, damit er auch direkt auf dem Spyder-Holster drauf passt. Ich sag mal jetzt nichts, weil Klettverschluss immer sehr laut ist. Und wie man sieht,
und hört, auch sehr fest ist. Also hier wird dann praktisch das ganze System am Spider-Holster angebracht. Aber wie gesagt, man kann ja auch einen ganz normalen Gürtel durchstecken und dann verschließt man das wieder doppelt, einmal so und einmal so. Und es ist wirklich sehr rissfest. Also da müssen Sie schon sehr viel Kraft aufwenden. Ist eigentlich unmöglich, ohne dass Sie die Tasche zerstören, dass Sie hier also jetzt da irgendwie Angst haben müssen, dass das Ganze runterfällt. Das Material, Neoprenmaterial, leicht gepolstert. Das heißt also, Sie müssen jetzt auch nicht hier unbedingt, ne, Angst haben, wenn Sie da mal irgendwo gegenkommen. Ein kleines Gimmick am Rande, was mir sehr gut gefallen hat, ist natürlich auch dadurch für diese Schnelligkeit, für dieses System, wofür es auch gedacht ist, in dem Augenblick, wo Sie also hier diesen Objektivköcher verwenden, wofür eigentlich konzipiert worden ist, also für den Schnellzugriff, haben Sie ja immer noch hier oben den Schutzdeckel. Und beim Wechsel wäre es da ziemlich doof, ne? Wenn man also hier immer aufpassen müsste, wo ist der Deckel und in der Hosentasche so, ach nee, der ist ja im Fotorucksack, der ist ganz woanders, dass Sie immer dann jedes Mal hier oben das dann so draufrummeln müssen, beziehungsweise Sie müssen den Objektivdeckel erstmal suchen. Da haben wir dann hier am Objektivköcher fest vernäht diesen, ja, den kleinen Klettkreis hier mit dem Spider-Logo drauf. Das Negativ dazu gibt es natürlich auch und das würden Sie jetzt halt eben hinten auf Ihren Objektivdeckel draufkleben und in dem Augenblick, wo Sie das Objektiv halt eben brauchen oder nicht brauchen, vor allen Dingen das Tolle ist ja auch, wenn Sie ein System haben, Sie brauchen einen neuen Objektivdeckel, dem Objektivdeckel ist es ja egal, ob auf dem Zoom oder an der Festbrennweite steckt, der wäre dann hier dran, baumelt hier einfach runter und in dem Augenblick, wo Sie sagen, so, ich mache das einfach jetzt mal hier rein, entweder im geöffneten Zustand, ist mir so unsicher, dass das hier oben ungeschützt ist, die Hinterlinse ist das wichtigste Element hier im System, was Objektive angeht und dann haben Sie halt eben den Deckel dran und machen den einfach oben drauf. Oder natürlich auch für den Fall, dass Sie sagen, okay, die Brennweite brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, ich mache das jetzt dauerhaft wieder fest. Ne? Mit dem Objektivdeckel natürlich auch mal eben kurz vorgestellt davor, einfach drauf machen und dann hier den Deckel drüber ziehen und schon ist das Ganze richtig geschützt. So, wie gesagt, der gehört dazu, ne? Das ist das Gegenstück, das kleben Sie einfach einmal hinten auf den Objektivdeckel drauf, brauchen Sie auch nur einmal. Und dann haben Sie ein richtig gutes, ja, Schnellwechselsystem, wenn man so möchte. Das war also der Spider-Objektivköcher, der Spider Pro Medium, hier bei uns im Shop.